Imagine auch noch down gegangen. Und nur Ludi überlebt hier diese Runde. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es beim Kaufverhalten von Competo aussieht. Da werden schon sich gegenseitig angefuckt. Wird keiner gelegt. Doch, da kommt der Waffendrop. Aber es wird nur eine gelegt. Also sieht es vielleicht doch gar nicht so schlecht aus, was Kohle angeht. Ja, zweimal. Also doch, zwei Waffendrops. Bei SK konnten wir das Ganze jetzt natürlich nicht verfolgen, aber auch da wird nicht jeder gekauft haben. Also da muss auf jeden Fall auch einer gelegt haben, die sie Muster gelegt haben. Ralle mit dem Frag. Ralle, Ultra, dreh dich um, Ralle! Dreh dich um, Ralle! Da kommt er noch weg. Krasse Scheiße. Cyrox kam da zu spät für den Konter. Voll wichtig jetzt sowas. Voll wichtig. DHE leider ohne leider nicht. Damage. Leider kein Damage gemacht. Cyrox immer wieder unten in der Mitte am Schielen, am Gucken und sogar am Damage machen gegen Ralle. Am Damage machen. Hm. Ah, Ralle! In den Kopf! Zwei Frags schon diese Runde bei Ralle, finde ich sehr, sehr schön. Jetzt Dizzy. Wenn er da jetzt gescheit faken kann an der Katze, dann... Ja, aber Hit und Apex bleiben standhaft. Na, wer weiß, ob sie standhaft bleiben. Ziehst du rein, da wurde angesagt, dass verschoben ist. Ralle macht den Frag, dritter Frag diese Runde, jetzt hier. Erster, da geht der Hit down. Wir haben noch Apex. Apex macht ein. Bombe down. Apex geht down. Gegen 9 Ludi. HP noch für Ludi. Ah, das müssen sie. Versucht natürlich die Bombe jetzt so schnell wie möglich zu legen, um das Geld noch zu haben. Bekommen. Jawohl! Ponte macht den Frag noch ganz, ganz stark. Denkt dran, das Draw ist schon safe für SK. Dementsprechend diese Runde. Ja, mehr als lebensnotwendig für Competo. Und jetzt muss einfach jede Runde alles funktionieren. Sie dürfen sich hier nicht irgendwo einmal glücklich wegholen lassen oder ähnliches. Aber insgesamt finde ich, zeigt Competo hier, dass sie zu höheren Berufen sind eigentlich. Da geht auf jeden Fall mehr. Ich weiß nicht, wie die Vorbereitung für die war, ob sie sich gut darauf vorbereitet haben. Keine Ahnung. Oder nicht. Aber auch an alle Teams da draußen, vielleicht für die nächste Season, Epix. Der ist noch ausbaufähig. Schön, Hit, macht den Frag. Jetzt nicht zu viel wollen. Zurück jetzt, Hit. Ja, er will aber Hit zu zurück, er Hit ist, zurück. Er will zu viel. Er stirbt. Er macht es falsch. Er spielt es einfach schlecht. Aber Epix. Ludi, der Einzige, der durchgekommen ist, jetzt auch schon low HP, 42 HP, geht zurück. Da wechselt er unglücklich auf die Deagle und geht down. Durch Epix. 15-9. Ja, und SK muss aufpassen, sowas kann sehr schnell in einem Draw enden, wenn sie die Runde jetzt hier verlieren. Im Moment ist da halt noch Luft. Ja. Da denkt man sich noch, hey Leute, kein Problem, wir haben noch hier sechs Runden, beziehungsweise 5 Runden für die 3 Punkte, 5 Matchbälle, das schaffen wir. Wenn sie die Runde verlieren, dann müssen sie wieder gucken, wegen kaufen, dann sind es nur noch 4. Also so deutlich ist das hier nicht. Schön angesagt jetzt. Muss aufpassen. Schön angesagt, First Frag bei Hit. Hit muss jetzt weg, aber er steht schlecht. Hit macht noch einen Frag. Geht down jetzt gegen Ludi. Epix, 51 HP. Schöner Frag von ihm, wichtig auch. Jetzt die Bombe down, Majin geht auch und in dem Moment und er ist auch super down. Gespielt. Rack ist jetzt Last Man Standing für SK, er hat es wirklich super gespielt. Er wollte Z da nicht hinterher pushen, sondern gibt sich die Zeit, hier einfach seinem Mate auf B zur Hilfe zu kommen gegen Hit. Der macht glücklicherweise noch 2 Frags, aber trotzdem, Epix wäre auf jeden Fall rechtzeitig gekommen, um sein Mate hier zu unterstützen. Selbst wenn er da keinen Frag gemacht hätte, deswegen wirklich super Spiel auf jeden Fall von ihm und auch von insgesamt Competo in dieser Runde. Jetzt SK mit dem Problem, was tun wir? Sie haben eine Deagle-Eco. Ob sie die geschlossen machen oder nicht, im Moment sieht das Ganze aus. Sieht auch wieder so aus, als ob sie es B-orientiert machen wollen. Und sie warten erstmal ab. Epix bleibt aber erstmal schön abgeklärt im Z-Gang defensiv. Geht dann auch hier auf eine Position ranged. Jetzt pusht man hier zusammen vor. Alles über Banane. Und Hit macht den ersten Frag und setzt da, glaube ich, an den Hinterstehenden auch noch den zweiten. Ja. Und Epix währenddessen, der Bratz einfach durch, geht jetzt erst down. Hit mit der Deagle hinten im Eck. Unglücklich für Rack. Da will Rack nicht sterben und da wollte Ralle knifen. Und da haben wir das 15-11. Rack meint nur, du Lümmel. Natürlich wieder eine Buy-Round auf Seiten von SK. Wenn man die jetzt abgibt, dann wird's eng. Und wir sehen noch eine AWP bei Cyrus. Wir sehen 2 AWPs. Oh, also gefährlich. Man wird hier erstmal abzielen. Mitte und Katze wahrscheinlich. Vielleicht auch Banane. Geht offensiv. Ralle geht offensiv.
der eine AWP? Ja, aber Cyrox hat die AWP. Nee, hat. Was hat denn Ralle für eine Waffe? Ich weiß es nicht. Eine Deagle. Gerade schwer zu sagen, was passieren wird hier in dieser Runde. Brettergang kommt nichts vor. Hit ist offensiv. Hit macht den Frag gegen die AWP Cyrox. Und jetzt kommt Ralle aus der Mitte in die B-Lobby. Da haben wir noch Ludi. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Oh, Ralle vielleicht mit dem nächsten Frag. Oh, nein! Ralle! Auch Ralle. Martin kriegt dann nur den Fuß-Hit. Oh, das ist... Oh. Ja, jetzt kommt ärgerlich. Auf Dizzy zum Beispiel. Ein Mage und hat natürlich die Mitte jetzt. Er hat halt den Fuß-Hit mit 14 HP, er zielt trotzdem ab. Und jetzt, boah, Competo muss es einfach defensiv runterspielen. Die dürfen sich da jetzt keinen Fehler erlauben oder sowas. Keiner darf irgendwie unsinnig down gehen. Jetzt die Ansage, Katze kommt. Gegenflash von Ponte. Nicht auf den Frack hin. Nicht auf den Frack hin. Jetzt, Dizzy muss down gehen. Er bratzt halt einfach durch. Er bratzt halt einfach. Ich sehe nichts. Ponte. Geht down, oh Mann. Sie vergeben doch nicht wirklich die Runde. Ey, wie kannst du sowas abgeben? Das ist vorbei, das ist vorbei. Wie schlecht, ey.